Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Seid ihr herzlich gegrüßt zum Weihnachtsgottesdienst. Die Botschaft der Engel ist die Botschaft an diesem Abend, hier in Heusenstamm, an diesem heiligen Abend. Gott wird Mensch, kommt zu uns, ist uns nahe. Gerade dann, wenn wir ungläubig in den Himmel schauen. Jugendliche aus der Gemeinde werden für uns lesen, was Lukas in seinem Evangelium schreibt. Es musizieren für uns Valentina Situ aus Bukarest, Gesang, und Michael Schnatt, Chordirektor ADC aus Hanau. Ihr Kinderlein kommet. Herr Schnatt singt und Sie können im Herzen mitsingen. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet, in Bethlehem Stall, und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, steh hier bei des Lichtleins hell glänzen, dem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind viel schöner und holder als Engel es sind. Ich lese Gottes Wort, aufgeschrieben beim Propheten Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint auf über dir. Lebendiger Gott, wir feiern Weihnachten. Große und Kleine sind hier zusammen. Du kommst zu uns, dafür danken wir dir. An diesem für uns neuen Gottesdienstort feiern wir deine Liebe. In Jesus wirst du Mensch. Wir bitten dich, gib uns Ruhe, hilf uns feiern. Lass es hell werden, durch deinen Sohn. Schenke uns an diesem Abend, dass wir das Wunder deiner Liebe erkennen, und erfülle uns mit Weihnachtsfreude. Amen. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer, Kindlein zu schauen. Christus, der Herr, ist heute geboren, denn Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht, lasset uns ziehen in Bethlehems Stall, was uns verheißen der himmlische Schall. Was wir dort finden, lasset uns künden, lasset uns preisen in frommen Weisen. Halleluja!
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle vor, die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Stern über Bethlehem.
Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehen. Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehen. Führ uns zum Stall und zu Esel und Tritt. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Liebe Weihnachtsgemeinde, Franziska und Sophie, die Schwestern und die Brüder Julian und Jonas haben die Weihnachtsgeschichte für uns gelesen. Vier Jugendliche. Alle vier brauchen wir, damit in der Geschichte nichts fehlt. Vier unterschiedliche junge Menschen. Jeder trägt ein anderes Gewand. Auch in der Weihnachtsgeschichte darf niemand fehlen. Jeder ist wichtig. Jeder trägt ein anderes Gewand. Bin ich das oder ist das? Okay, dann nicht ans Mikro da drüben, sonst knallt es immer so. Vielen Dank. Ganz hier außen hängt die Arbeitsjacke von Josef. Von Beruf bin ich Tischler, sagt Josef. Ich lebe ganz normal, wie die meisten von euch auch. Als ich gehört habe, dass Maria schwanger ist, da dachte ich erst, Mensch, ich verlasse sie am besten. Dann fällt die Schuld nämlich auf mich und ihr stößt nicht zu. Denn ein Kind, unverheiratet, das ist verboten bei uns. Und wenn ich weg bin, ist Maria sicher. Aber dann kam der Engel im Traum und sagte, bleib bei Maria. Und zum Glück bin ich geblieben. Mal nichts machen, nur da bleiben. Und Gott hat gewirkt. Neben Marias Jacke, neben Josefs Jacke hängt Marias blaue Umhang hiervon. Maria sagt, ich habe echt viel erlebt in letzter Zeit. Der Traum, die Reise, die Geburt und dann all die Menschen da im Stall. Aber wisst ihr, was mir geholfen hat? So verrückt das Leben auch manchmal spielt. Manche Dinge bleiben im Leben. Eine Schwangerschaft braucht seine Zeit und ich habe mein Kind bekommen. Auch in den verrücktesten Zeiten ist das so. Ich bin die Mutter von diesem Kind. Es ist Gottes Kind. Dieses Kind braucht mich und ich liebe es. Neben Marias blauem Umhang seht ihr das Hirtenfell. Wir haben Maria und Josef erzählt, was die Engel gesagt haben, sagen die Hirten. Sie kannten uns nicht und waren trotzdem ganz offen. Und sie haben Stück für Stück verstanden, da geschieht Großes. Unser Sohn ist der Retter, auf den wir so lange warten. Wir sind dann wieder raus an die Luft. Wir lieben es da draußen. Aber auch wir haben uns verändert in dieser Nacht. Jeder von uns, jeder von euch hat eine andere Jacke an. So verschieden die Jacken sind, die wir heute tragen, so verschieden sind unsere Rollen, unsere Aufgaben und Plätze in unseren Familien. Hier drüben hängt die Kinderjacke. Ihr seid fröhlich, auch wenn sich in diesen Tagen ständig was Neues auftut. Die Kita hat zu, dann spielen wir zu Hause. Der Geburtstag ist abgesagt, dann feiern wir eben so und holen es später nach. Oma und Opa kommen nicht zu Weihnachten. Wir haben sie ja zum Plätzchenbacken gesehen. Ich staune immer wieder und merke, eure Jacke passt mir nicht. Durch euch geschieht Weihnachten. Ihr seid Hoffnung und Aufgabe zugleich. Neben der Jacke von dem Kind hängt die Jacke der Oma. Sie ist nicht leichtfertig. Sie macht sich Gedanken in diesen Tagen. Und trotzdem sagt sie, unsere Zeit steht in Gottes Händen. Das hat schon meine Oma gesagt. Stell dir vor, es braucht jeden von euch, damit in eurer Familie Weihnachten geschieht, heute. Gott kommt zu uns, weil wir da sind, weil jeder bereit ist und sagt,
Das ist mein Platz, ich helfe mit, damit Weihnachten wird, gerade dieses Jahr. Es sitzen nicht alle unterm Baum und ja, die Garderoben sind leerer als sonst. Und doch, wer gehört zu dir und euch? Wer braucht genau dich, damit heute Weihnachten wird? Jesus in der Krippe braucht Maria und Josef. Die beiden Eltern brauchen die Hirten. Und die Hirten brauchen die Engel. Jeder ist da und nur so ist Gott da. Weihnachten 2020, Jesus kommt an bei uns und hängt eine neue Jacke an unsere Garderobe und feiert mit. Heute, jetzt und ganz nah. Amen. Wir hören ein rumänisches Weihnachtslied. Stille Nacht, heilige Nacht. Die Rettung.
Lasst uns beten. Ehre sei dir, Gott, in der Höhe. Ein Mensch bist du für uns geworden. Auf dein Wort hören wir. Im Glauben an dich bitten wir um Frieden an diesem heiligen Abend. Um Frieden für alle Völker, für die Menschen, die unter Gewalt und Krieg leiden. Für die Menschen, die heimatlos sind und verfolgt. Im Glauben an dich bitten wir um Frieden für die Herzen der Menschen, die zusammenleben oder alleine sind, für Eltern und Kinder, Suchende und Zweifelnde, Hoffende und Fröhliche, für Kranke und Sterbende und alle, die ihnen zur Seite stehen. Um Frieden auf Erden bitten wir dich für die Menschen, die zu uns gehören und die uns anvertraut sind, an die wir denken. Deinen Weihnachtsfrieden schenke uns, Gott, damit unser Herz leicht werde, unsere Gedanken heiter und unsere Worte freundlich. Im Vertrauen auf dich beten wir gemeinsam, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. O du Fröhliche. Selige Gnaden bringt.
Herzlich laden wir ein zu Gottesdiensten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und auch am 27.12. jeweils um 10 in unserer evangelischen Kirche. Die Kollekte an diesem Abend ist für Brot für die Welt bestimmt. Vorne an den Stehtischen stehen 3 Boxen, wo Sie die Kollekte einlegen können. Sie können auch online die Weihnachtskollekte spenden, Infos dazu auf unserer Homepage. Wir möchten Sie bitten, das letzte Stück als Weggeleit zu nutzen und bei dem letzten Stück bereits den Platz so zu verlassen, dass als erstes die Inseln den Platz verlassen, die nah hier am Ausgang sind und sie sich Stück für Stück nach vorn begeben von Insel zu Insel. Und ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Helferinnen und Helfern, Familie Ströver, die im Vorfeld die ganze Kartenvergabe gemacht hat. Ich danke unseren Musikerinnen und bitte Sie, den Abstand da noch einzuhalten und wünsche Ihnen einfach gesegnete Weihnachten und nutzen das Nachspiel, um beschwingt in den Nachmittag zu starten. Schön, dass Sie da waren. Let's sing a song of Christmas. Merry Christmas, Santa.